Ein Hallöchen und recht herzliches Willkommen hier zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Satisfactory Plus. So, mal eine Sache vorweg. Ich hatte ja hier bei dem Kupfer immer so ein bisschen Wasserprobleme und hat CG mir mich auf die Idee gebracht. Was ist mit der zweiten Anlage? Aber die zweite Anlage ist noch inaktiv. Das heißt, die läuft noch nicht. Und von daher müsste ich eigentlich genug Wasser für diese Anlage eigentlich haben. Ich habe da hinten ja schließlich auch drei Wasserpumpen stehen, ne? Also, das ist alles so eine Sache. Aber gut. Das soll jetzt nicht unser Problem sein. Unser Problem ist erstmal keins. Sondern wir machen jetzt erstmal weiter mit Zinn, Blei, Blech, Kupfer und so weiter. Was wir alles jetzt hier haben. Wir haben ja die ersten Produkte hier schon fertig. Zinndraht. Ja, hier laufen die Zinnstangen schon mal runter. Hier läuft auch nichts, weil ich Idiot das Förderband hier angeschlossen habe. Oh, manchmal bin ich aber auch ein bisschen verklatscht, ne? So, hier laufen die Blei. Ja, genau. Die Lead-Sheets durch die Gegend. So, jetzt fängt er auch an zu produzieren hier. Genau. Ja, was macht er hier? Genau, er macht die Zinnplatten und jetzt haben wir noch zwei größere Produktionen vor uns. Nämlich brauchen wir noch das Zinnblech. Unter anderem, und wir brauchen noch die Zinn Bleiplatten. So, jetzt möchte ich ganz gerne hier vorne meine Glasproduktion aufbauen. Das würde ich jetzt ganz gerne erstmal machen, weil das bietet sich einfach total an, weil wir hier vorne direkt was ist denn das jetzt hier? So. So, jetzt habe ich Faden verloren, genau, weil wir hier vorne nämlich direkt 60 Gestein produzieren, was wir dann 1:1 quasi umarbeiten können. Ne? Und das ist schon mal ganz praktisch. So, suchen. Ja, komm, das ist okay. Wir suchen weiter. Warum nehme ich denn eigentlich das 1 Meter Fundament? Was soll denn der Scheiß? Wo das 4 Meter? So, nochmal neu. Zack. Und zack. Und zack. Und zack. So. Ja, sieht eigentlich erstmal ganz gut aus. So, Mitte würde ich vorschlagen, würde ich ganz gerne direkt hier hin machen. Das heißt, dass wir von da drüben, da müssen wir gleich allerdings kurz einmal ein bisschen umbauen. Dass wir hier quasi den Start machen. Dann werden wir den Crusher einmal hier hinsetzen, den brauchen wir dafür. Genau, das habe ich so gemacht, glaube ich, ne? Immer. So, und der macht daraus nämlich Sand. Dann gehst du jetzt dahin. Und dann gehst du da rein. Genau. So, dann machen wir Folgendes. Brauchen wir danach den Schmelzofen. Dann machst du daraus schlampiges Glas. Sehr gut. Dann brauchen wir das, 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 das. Na, bau hin. Das da, das da, das da. Dann brauchen wir zwei Container. So, und wenn das Glas dann produziert wird, dann kann ich mich auch mal so ein bisschen um den vernünftigen Ausbau kümmern. Aber dafür muss natürlich erstmal ein bisschen was produziert werden, ne? Warum ist denn da immer wieder neu? Das habe ich doch schon tausendmal weggemacht. Meine Güte nochmal. So, intelligenter Splitter. Zack. 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 Das da rein, das da rein. So.
Okay. Glas. Nochmal Glas und Überschuss. So. Genau. Wie schöner kommt später alles. Wichtig ist erstmal alles eingestellt. So, und dann machen wir grobe Planung. Das dahin. Weil wir müssen ja irgendwie auch 2, 3. Ein bisschen hier. Den Strom und die Materialien ranbringen, deswegen. So ein paar Wände müssen wir tatsächlich schon mal so grob ein bisschen setzen. So, jetzt würde ich aber ganz gerne Strom. Gehst du erstmal von ganz oben da rein, das ist okay. Dann gehst du nach hier unten, nach dahin. Dann verlegen wir dich nach da. Und das war totaler Nonsens, was ich gerade gemacht habe. Genau, wir legen den mal dahin. Genau, Nonsens war es nämlich in dem Sinne, weil der Strom tatsächlich dahin geht. Und der geht dann dahin, genau. So, aber wo wir es brauchen, ist auf jeden Fall hier vorne. Bei 4. Komm, ziehen wir den auch direkt rüber. So, der macht aber einfach nur den, den. Der geht dann nach da. Der geht hier hin und der geht hier hin. So, jetzt machen wir den ganz normal einmal dahin. So, jetzt muss er nur noch einen Stromanschluss von außen. Ja, grob mal erstmal dahin. So, Strom ist da. Perfekt. Gut, jetzt müssen wir noch eine Sache umbauen. Und zwar, wir müssen nämlich hier den ganzen Spaß gleich fusionieren und müssen da quasi raus. Das heißt, ich muss das Förderband einmal ein bisschen umbauen. Das kriegen wir aber alles hin. So, wir machen jetzt aber erstmal hier vorne, logistisch gesehen, erstmal ein Fusi hin. Genau, Fusionator, der erstmal nach dahin rausgeht. So. Genau, so, den legen wir mal ganz kurz mal weg. Du gehst auch weg. Dafür machen wir dich auf 3. Genau, weil ich würde dann nämlich ganz gerne hier vorne rausgehen. Den kommt hier in der Mitte. Von der hin. Ja, aber warte mal, wenn ich dann... Nee, alles gut, alles gut, alles gut, alles gut. Pass auf. Wir machen das ganz einfach. Gehen den erstmal hier rüber. Der geht erstmal hier rüber. So, jetzt lege ich erstmal. Jawohl, lass uns das Förderband doch bitte erst hier von der Mitte mal legen. Genau, weil wir müssen nämlich das hier ein bisschen umlegen. Tatsächlich. Wir müssen nämlich dann auch hier drauf. So, und jetzt gehen wir nämlich hier da einmal nach oben. Und dann gehen wir bis einfach mal hier hin. Und gehen da quasi wieder runter. Ja, das sieht gut aus. Okay, mal jetzt. Ja, das können wir so lassen. Das ist okay. Gut, pass auf. Dann machen wir jetzt Folgendes. Dann
ziehen das jetzt als Brücke einmal hier rüber. So, da das ja erstmal 1:1 quasi bearbeitet wird, ist das ja nicht weiter dramatisch, wenn man dann den hier, ne Moment, den hier hinsetzt und den direkt da reinlaufen lässt, oder? Dürfte ja eigentlich kein Problem geben. Eins, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben haben wir. Dann nehmen wir die vier. Eins, zwei, drei. Da ist die vier. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Jo, passt. Genau. So, dann legen wir jetzt die ganzen Förderbänder noch zusammen. Das Ganze wird am Anfang natürlich erstmal jetzt ein bisschen voll laufen. Aber zumindest läuft der Rest dann zumindest schon mal wieder. So, derweil suchen wir uns dann ein Plätzchen, wo wir dann die nächsten Zinn- und Bleiproduktion aufbauen können, also die uns noch fehlen. Dann müssen wir tatsächlich dann mal schauen, wo wir die hinstellen. Also tendenziell würde ich vorschlagen, dass wir die hier hinten auch mit hinbauen. Das sind ja auch so zwei Produktionen, die sich auch relativ gleich groß sind. Ja, pass auf. Wir müssen dafür jetzt erstmal einen Haufen Fundamente setzen. Wobei, das Problem ist aber auch wieder, wir das jetzt erstmal ein bisschen ordentlicher machen jetzt hier. Weil hier, das ist schon wieder so, nervt mich schon wieder so ein bisschen, muss ich tatsächlich sagen. So. Das sieht gut aus. Ja, hier müssen wir mal gucken. Pass auf, ich ziehe jetzt erstmal hier auf jeden Fall. Wassersperre haben wir schon, perfekt. 1, 2. Also bis hier machen wir jetzt auf jeden Fall erstmal fest, ne? So. Na, pass auf, machen wir 2 so. Und 2 so. Daran jetzt bitte nicht stören lassen, dass das so ein bisschen kuddelmuddelig aussieht. Das geht später auch wieder weg. Alles gut. So, vertikal. Das ziehen wir hier runter. Das ist okay. Das ist auch okay. Das passt. Was passt da denn nicht? Achso, fehlt da noch einer. Die werden ja später sowieso ausgetauscht durch die... Aber auch hier müssen wir eine gültige Platzierung. Achso, wegen dem Satmonium. Das muss da weg. Genau, hier müssen wir auch nochmal
den so setzen. Den setzen wir auch so. Ja, und hier müssen wir mal gucken. Ich weiß, dass das jetzt ein bisschen langweilig. Kann aber auch interessant sein. So, das heißt, bis dahin ziehen wir das jetzt auch erstmal durch. Genau. So, und der hier wird dann später auch auf jeden Fall da den Weg nach oben hochgebaut. Müssen wir mal gucken. Warten. Hilfe. So, jetzt machen wir nämlich folgendes. Passt auf. Wir nehmen jetzt wieder die Straßensperre. Einmal. Zweimal. Die geht jetzt erstmal bis hier hinten durch. Supen wäre nicht schlecht. So, wie geht das hier auf? Ja, das können wir so machen. Das heißt, der geht dahin. Der geht dahin. Wird dann später ergänzt und fertig. So. Genau, jetzt ziehen wir den Rest nämlich auch hier mal eben einmal nach unten. So. Und so. Genau, jetzt, damit das oben natürlich nicht so scheiße aussieht, durch diese ganzen Dinger hier, werden die obersten Fundamente komplett wieder weggenommen. Genau, und jetzt machen wir nämlich folgendes. Jetzt werden da nämlich erstmal 2 Meter Fundamente drauf gesetzt. Anschließend kommen da 1 Meter Fundamente drauf. So, dann haben wir die Wand zumindest schon mal fertig. Ah, Hilfe. Habe ich wohl eine vergessen, wa? Und anschließend kommen ganz normal die Standardwände wieder drauf. Standarddeckenplatten. Ah, Betonplattenfundamente, ihr wisst, was ich meine. So. Genau. Und so sieht das dann vernünftig aus. So, jetzt müssen wir mal gucken. Genau, hier würde ich sagen, machen wir jetzt auch erstmal schon mal zu. Das, um den ganzen Rest, da kümmere ich mich später mal irgendwann. Und hier vorne in dem Bereich möchte ich eigentlich gerne direkt vernünftig haben. Ja, das heißt aber jetzt auch hier drüben. Jetzt habe ich kein Eisenblech mehr. Macht aber nichts. Dann gehen wir mal eben fix was holen.
Naja, Betonproduktion ist auch so ein bisschen zu wünschen übrig, ne? Jetzt müssen wir hier mal gucken, wie wir das hier nämlich aufbauen. Nee, warte mal. Habe ich denn da die 4 Meter Fundamente genommen? Eigentlich sollten da die 1 Meter Fundamente hin. Mann, 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 ey. Einmal mit Profis arbeiten hier. So. Lassen wir das bisschen da durchgucken oder lassen wir das nicht da durchgucken? Eine gute Frage, ne? Also hier könnte man mal versuchen. Ich weiß auch, wann das jetzt ein bisschen tricky wird. Wir müssen das hier erstmal platt machen. Genau. So. Ich mache mir erstmal dahin, dahin. Ja, nee, das ist, glaube ich, doof. Das ist manchmal ein ganz schönes Gefummel, ne? Das ist manchmal so richtig doof irgendwie. Ja, du musst irgendwie vor allem auch erstmal einen Anfang finden, wo du irgendwie überhaupt anfängst. Dass du sagst, da gehe ich irgendwie so schräg darüber, ne? Das ist immer... Finde ich so ein bisschen die Schwierigkeit. Ja, weil hier ist Nonsens. Ja, ich finde das echt nicht einfach gerade. Aber wenn ich jetzt hier rausgehe und hier... Und da ist ja der noch drin. Und wenn ich jetzt aber den hier davor mache, den dann hier hin mache, kann ich den hier erstmal wegmachen. Ja, das wird jetzt ein bisschen gefummelt. So, das heißt, wenn der jetzt... Warte mal, erstmal können wir ja das hier erstmal wegmachen. So, der geht erstmal hier runter. Der geht da runter, der geht da runter. So. Der nächste geht auf jeden Fall erstmal da runter, das ist schon mal Fakt. Aber auch hier
das ordentlich aussieht. Da war nämlich jetzt ein Luftspalt dazwischen. Machen wir den nämlich dahin. Den machen wir hier. Ja. Oder, warte mal. Würde es nicht reichen, wenn wir den... Na, komm schon. Da hinsetzen. Den hier hinsetzen. Und da einen verbinden. Aber das sieht, glaube ich, dann ein bisschen doof aus, ne? Wir könnten auch den weiter nach vorne ziehen, dass wir vielleicht hier vorne eine gerade Wand hinkriegen. Eieieiei, alles eingefummel. So, wir können mal gucken, ob hinten alles funktioniert. Anscheinend funktioniert ja mal gar nichts. Ach, bin ich eine Hohlbinse. So, jetzt gucke ich mal kurz, ob das hier funktioniert. Nicht, dass ich hier den falschen Ausgang genommen habe oder so. Nee, funktioniert. Weißig Sand. Das ist so krass, ne? Aus 60 machen wir 30. Aber egal, Hauptsache es funktioniert. Der Rest ist erstmal Nebensache. Ja, weil ich glaube, den so darum haben, dass wir den wegkriegen. Weiß nicht, ob das funktioniert. Das müssen wir mal testen. Das heißt, der geht dann hier rüber. So, dann gucken wir mal, wie das aussieht. Komm, scheiß drauf. Emo muss man es auch mal nicht übertreiben, ne? Also. Ne, wohl doch, die kann ich ja wegmachen, das Hänger spielt ja keine Rolle. Müssen wir jetzt nur noch die Dingens austauschen. Brauchen wir jetzt einmal die 2 Meter Fundamente hier unten. Macht sich das, glaube ich, besser, ne?
einmal. Zweimal, dreimal, viermal. So, okay. Das guckt er zwar auch durch, aber das ist mir egal. Ich sag mal so, man kann nicht immer alles vermeiden. Ja, das ist auch immer. Aber hier müssen wir uns auch noch drum kümmern, sehe ich gerade. Könnten wir vielleicht dem verbinden. Was in einem durch bis dahin? Dann genauso scheiße aussehen, glaube ich. Genau, müssen wir den Part auf jeden Fall noch eben schnell machen. Hier machen wir. Kurz das so. Aber ich bin gerade überlegen. Das könnte vielleicht auch funktionieren, ne? Was ja das Schlimmste ist, das muss ja später nochmal alles ausgetauscht werden mit Betonkomponenten. Aber warte mal, den hier können wir auch da hinsetzen, oder? Nee. Gehen wir den direkt auch nochmal da hin durch. Wir ziehen den auch nochmal dann durch. Dann haben wir da eine schöne flache Wand. Genau, das heißt, der wandert halt nochmal da. Nicht so. Genau, so, so, jetzt ziehen wir den ganzen Spaß mal hier vertikal nach unten. Ja, komm, das bisschen geht. Wir wollen ja mal nicht halbsicher sein als der Papst, ne? Ich denke, so lassen wir das. Ich denke, das wird uns nicht umbringen. So, dann machen wir jetzt aber erstmal die oberste Reihe nochmal weg. So, jetzt brauchen wir die 2 Meter.
So, jetzt aber. So, das haben wir jetzt soweit. Jetzt machen wir den hier zu. Was haben wir denn hier? Rubites. Okay, so, ich denke, dann können wir jetzt aber loslegen, dass wir anfangen, hier die ersten Produktionen wieder aufzubauen. Zumindest im Groben. Das sind ja eh jetzt erstmal nur noch die letzten beiden, die mir grob fehlen. Die wir erstmal so fertig machen müssen. Nämlich einmal die Zinnbleche und einmal die Zinnplatten. Bleiblech, was so. Also, wir brauchen jetzt erstmal einen Schmelzofen. Danach brauchen wir einen Konstruktor. Und dann brauchen wir nochmal einen Konstruktor. Komm, wir fangen an mit Zinnblech. Zinkplatten brauche ich auch noch, ne? Zinnblech, genau. So, das haben wir. Dann brauchen wir daraus 10 Platten. Und jetzt brauchen wir daraus 30 von den Dingern. So. Und dann 37 Minuten. So. Dann setzen wir das noch einmal dahin, das dahin, das dahin, das dahin, das dahin, das nach da und das nach da. So, dich setzen wir dahin, dahin, dahin und dahin bitte. Dich auch nochmal. So. Dann brauchen wir noch ein paar Container. Einmal. Zweimal. Wir brauchen einen intelligenten Splitter. So. Zinnblech. Wo ist er? Da, Zinnsheet. Zinnsheet. Und hier Überschuss. Danke sehr. Das, 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 das haben wir. Jetzt brauchen wir noch einmal ganz kurz 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dann die 6. 5. So, wir haben hier noch kurz den Strom fertig. So, jetzt nur die Frage, von wo hole ich den Strom jetzt hier rum? Schlau wäre es einfach, den Strom einfach hier rauszuholen, ne? Einfach sagen, komm. Machen wir dich einfach hier hin. Ich ziehe mal einmal hier hoch.
So. Guck mal, das sieht doch schon mal ganz gut aus. So, jetzt hat der noch keinen Strom. Warum hat der keinen Strom? Weil der nicht damit verbunden ist. Genau, das steht schon mal. Das ist schon mal sehr gut. So, und dann kommt jetzt die nächste Produktion. Kommt direkt einmal hier neben. 1, 2, 3. Jemand hat hier hin. 6, erstmal egal. 5. So, hier haben wir genau dasselbe. So, einmal brauchen wir das hier. Dann brauchen wir einmal das da. Das hier. Jo, dann brauchen wir den. Und jetzt haben wir keine Schrauben mehr. Dann müssen wir eben welche holen. Kopf gestoßen. Komm, nehmen wir. Schrauben kann man nie genug im Petto haben. Nicht so wie beim normalen Spielen. Weil hier braucht man tatsächlich immer viel Schrauben. Aber ich kann Beton mehr. Da habe ich aber irgendwo hier eine Betonproduktion aufgebaut, glaube ich. Warte mal, wie viel ist denn hier drin? 600? Ja, jetzt müsste das andere wieder gleich sein, glaube ich, ne? Synchronisieren wir jetzt. Los. 571. Naja, fast. Ja, ich baue die Produktion jetzt hier noch eben kurz auf und dann werden wir auch hier dann dementsprechend Schluss machen. Jetzt wird das nämlich alles wieder ein bisschen zu lang. Eine Sache werde ich gleich auch noch mal ganz kurz einmal eben gucken mit euch. Okay, Fensterwände haben wir tatsächlich schon. Okay, dann könnte ich ja mal offscreen bei Gelegenheit noch mal die ersten Hallen ein bisschen in Böden bauen. Wenn ich denn Zeit dazu habe. Intelligenter Splitter. So, was wollen wir jetzt hier machen? Lead. Nein, nicht Öid. Ach Gott. Lead. Überschuss. Da rein. Wie gesagt, wir brauchen den ganzen Spaß ja sowieso nochmal für später die Bleirahmen und natürlich auch für die Rotoren. Ne? Also da kommt diese Produktion tatsächlich noch ein paar Mal öfter vor. So, Lead Sheet, du brauchst 20 Lead Plates. Du machst Lead Plates, 20 Stück und brauchst 30 von den Dingern hier. Und 30. Na, komm. So, und das funktioniert. Dann machen wir jetzt mal kurz. Moment. Zack, zack, zack. 1, 2, 3. 6. Dann nehmen wir die 5. So, legen wir auch hier noch eben kurz einmal den Strom.
Und dann müssen wir uns in der nächsten Folge einfach nur noch um die Förderbandverteilung kümmern. So, sieht gut aus. Eingestellt ist alles. Nächste Folge geht es dann mit den Förderbändern los. Dann werden wir die nochmal kurz legen. So, was wir jetzt mal ganz kurz gucken. Wir gehen nochmal kurz einmal zum Hub. Wie gesagt, hier läuft eigentlich alles ganz gut, ne? Also ist noch nicht viel auf Lager, aber zumindest läuft das schon mal so ein bisschen. Jetzt gucken, was wir nämlich noch alles wieder freischalten müssen. So, ja, die Dinger könnte man nicht mal eben freischalten. Achso, die Mod geht übrigens auch wieder. Puh, Gott sei Dank. Ja, die war lange Zeit, war die in der Version, mit dem letzten Update ging die nicht. Da ist das Spiel immer abgeschmiert, aber jetzt funktioniert sie wieder. Na, das heißt, dann können wir die danach auch freischalten. Das geht noch nicht, das geht auch noch. Doch, die können wir auch freischalten. Dann können wir auch die mal eben freischalten. Können wir auch mal eben freischalten. Dann den Blueprint Designer MK2 können wir auch freischalten. Die lassen wir erstmal raus. Schmelzmodul. Okay, pass auf. Das ist so der Punkt, was wir jetzt erstmal fertig machen müssen. Und dann werden wir das Ganze einfach mal schauen, wie wir das hinkriegen. Also, das können wir, würde ich sagen, erstmal schon mal reinhauen. Eisenstangen kriegen wir auch noch hin. Die Eisenplatten, denke ich, werden wir auch noch hinkriegen. Wenn ich sie denn finde, da sind sie. Genau. Und dann lassen wir das jetzt erstmal fertig machen. So, dann machen wir noch mal eine Sache. Ich gucke hinten noch mal kurz bei dem Glas, wie das hier läuft. Läuft der denn auf 100% momentan? Ja, läuft momentan tatsächlich auf 100%. Das ist schon mal sehr schön. Dann müsste der hier auch auf 100 laufen, ne? Sehr gut. Dann haben wir hier schon mal bisschen Glas, das ist schon mal sehr gut, weil wir brauchen ja sowieso demnächst ein bisschen was dafür. Ja, sehr schön. Dann können wir jetzt demnächst anfangen mit Ölbau, würde ich sagen. Gut, dann würde ich sagen, Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, haut rein, habt einen schönen Tag.